Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tolle Wolle. Ich bin Laura und ich darf euch ja ein bisschen das Stricken näher bringen und ich dachte, heute schauen wir uns mal verschiedene Wolltypen und Garntypen an und was es mit denen auf sich hat, welche sich wofür eignen und womit es sich gut stricken lässt, vor allen Dingen als Anfänger oder Anfängerin. Fangen wir mal bei der Schafwolle an. Das ist ganz, ganz klassisch. Schafwolle eignet sich besonders gut zum Stricken, weil es eine Naturfaser ist. Nachhaltig in dem Sinne, weil es gut warm hält, weil vor allen Dingen zum Beispiel im Fall von Merino-Wolle, das ist jetzt hier diese, sie sich sogar selbst reinigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Pulli strickt, der aus Merino-Wolle ist, man den eigentlich nur lüften muss, wenn man jetzt nicht gerade wirklich einen Fleck drauf gemacht hat. Das ist total praktisch. Beim Waschen muss man wiederum ein bisschen vorsichtiger sein. Strickstücke, die aus 100% Wolle sind, sollte man seltenst in die Waschmaschine schmeißen, lieber in lauwarmes Wasser einlegen und vorsichtig so ein bisschen bewegen. Und dann auch vorsichtig trocknen. Bloß nicht wringen, bloß nicht dran ziehen, sonst verfilzt es sich schnell oder gerät aus der Form. Aber sonst ist Wolle wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe auch mal in Neuseeland mit den Schafscherern gearbeitet. Das war auch eine ganz besondere Erfahrung, zu sehen, wie das überhaupt alles produziert wird. Und mit wie viel Wolle so ein Schaf auch rumlaufen kann, wenn es ein, zwei Mal den Schafscherern davongeflitzt ist. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, vor allen Dingen auch die Produktion von Merino-Wolle, denn Merino-Schafe, das sind mal richtig, richtig große Tiere. Wirklich, also was die Schafscherer da leisten, ist eine Meisterleistung. Wolle gibt es aber auch oft als Mischung. Dann ist es vielleicht eine Mischung aus Schafswolle und Polyester zum Beispiel. Das ist natürlich, eignet sich auch, weil Wolle manchmal auch ein bisschen kratziger ist. Ja gut, jetzt diese hier nicht. Aber manchmal lohnt es sich auf jeden Fall im Laden erstmal den Halskratztest zu machen. Also ihr habt ein Garn, das euch gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier und ihr ja, findet es super schön, hat eine tolle Farbe und dann legt ihr es mal so ein bisschen an euren Hals und merkt, oh, also auf Dauer hätte ich das aber nicht gerne an meiner nackten Haut. Also das bitte immer bedenken. Es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, wie die Beschaffenheit jedes Garnes ist. Ja, die Mischungen eignen sich oft, weil sie dadurch besser in Form bleiben, weil man sie eher mal waschen kann. Wenn da zum Beispiel noch Polyester mit reingemischt ist, da müsst ihr ganz individuell entscheiden, wie ihr das handhaben wollt. Ich finde grundsätzlich ist immer schön, mit 100% Naturfasern zu arbeiten, einfach weil man es dann, wenn es dann irgendwann total, wenn die Socken durchgelaufen sind oder wenn es sich auflöst, weil man es so lange und so gerne getragen hat, ist auch ein bisschen besser in den Recycling-Kreislauf zurückgeben kann. Ja, Wolle, was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch Alpaka. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Fashion Light Luxury. Das ist ein Garn mit 74% Alpaka, 22% Wolle und 4% Nylon. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ja gut, das hier ist dasselbe. So, jetzt habe ich es zweimal. Und Alpaka-Garn zum Beispiel ist, ja, wird gesagt, ist noch mal ein bisschen wärmer als normale Wolle. Und das kann man auch gut in den Hochebenen von Südamerika tragen. Da kommt es ja auch her, Alpaka. Und in diesem Fall jetzt in Peru wurde dieses Garn hergestellt. Und ja, es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Garn. Es hält gut warm und es ist für gewöhnlich auch ziemlich weich. Dann gibt es auch noch Kaschmir. Ich habe jetzt kein pures Kaschmirgarn, aber ich habe hier zum Beispiel eins, das Kaschmir mit drin hat. Also hier ist so ein recyceltes mit 95% Kaschmir und 5% Wolle. Und Kaschmir, ja, das ist eine Wolle, die Unterwolle vom schlappohrigen und gehörnten Kaschmirziege. So. Die besonders in Zentralasien vorkommt. Und Kaschmir zum Beispiel ist besonders warm. Also ich habe auch Quellen gelesen, da stand 6-mal so warm wie Wolle und auch ultra weich, denn es wird eben aus dieser Unterwolle oder aus diesem Unterfell gewonnen. Kaschmir ist allerdings für gewöhnlich sehr, sehr teuer. Hier habe ich ein kleines Schnäppchen gemacht. Das war auf jeden Fall reduziert.
Also Kaschmir, pures Kaschmir wäre jetzt nicht etwas, mit dem ich normalerweise stricken würde. Aber wenn das mal mit drin ist, großer Hit. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Angora. Das ist eine Wolle, die aus Kaninchenfell gewonnen wird. Das ist jetzt eher nicht mein Ding. Es ist zu edel und es ist, hat für mich dann mit Stricken auch nicht mehr viel zu tun. Es gibt ja manchmal Angora-Pullis, aber sehe ich selten selbst gestrickt. Aber whatever floats your boat, you do you. Also ihr macht, was euch gefällt. Ich bin ein Fan von Wolle, ich bin ein Fan von Alpaka, wenn mal ein bisschen Kaschmir drin ist, mega. Und sonst gibt es an Naturfasern auch noch die Seide, ist auch manchmal mit drin, auch sehr, sehr, sehr fein, sehr weich, wird von der Seidenraupe gewonnen, ist jetzt auch nicht das erste, zu dem ich greifen würde, denn es ist auch eher teuer und eben, ich selber war noch nie in einer Seidenfabrik, weiß auch nicht, ob es mein Ding ist. Ich bleibe grundsätzlich lieber erstmal bei Wolle, Alpaka etc. Dann gibt es natürlich noch die Baumwolle. Das wäre jetzt zum Beispiel dieses Modell. Und Baumwolle eignet sich besonders gut für eher luftige Pullis. Denn man sieht zum Beispiel schon, es ist viel weniger flauschig als jetzt hier zum Beispiel die Merino-Wolle. Die verfranst sich mehr, vor allen Dingen, wenn man sie ins Wasser tut, dann blüht es wie so auf. Also ähnlich wie bei uns, wenn wir in die Dusche steigen und unsere Haare nochmal so ein bisschen sich miteinander verweben, ist das bei Wolle ähnlich. Und bei Baumwolle, die bleibt eher in Form. Das ist natürlich cool, denn hier ist auch so ein bisschen Platz für Luft und Luftigkeit, vor allen Dingen für schöne Sommertops. Aber das kann es mitunter auch ein bisschen anstrengender machen als Strickanfänger zum Stricken, denn sie vergibt einem nicht so viel. Also es fällt viel eher auf, finde ich zumindest persönlich, wenn man einen Fehler macht, denn es verschwindet nicht so in dieser weichen Haptigkeit. Das kann man schon etwas besser waschen als Wolle. Man kann das gut auch mit dem Bügeleisen andampfen. Das kann man bei der Wolle auch machen. Baumwolle sollte man in dem Fall, vor allen Dingen wenn man es zum ersten Mal wäscht, zum ersten Mal nass macht, lieber ganz vorsichtig auch machen, denn Baumwolle verzieht sich eher mal und lässt sich dann nicht mehr so gut zurück in Form bringen. Das kennt man vielleicht auch von T-Shirts, wenn ein T-Shirt mal richtig nass war und an dem gezogen wurde, dann kriegt man es nicht mehr kleiner. Wolle ist da ein bisschen nachgiebiger und ein bisschen mehr bouncy, würde ich jetzt mal sagen, um ein englisches Wort zu benutzen, also ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Sprunghaftigkeit als Baumwolle. Ja, zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Garne, die pur aus Acryl sind oder aus Polyester. Ich habe hier zum Beispiel auch noch diese süße Rikurumi, dieses Rikurumi-Garn gibt es auch noch in dicker. Hier ist sowas Verrücktes, mit dem man so Spülschwämme machen kann oder man kann auch eine Brosche daraus machen, egal. Unserer Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Was schön ist an diesem Garn, dieses hier ist jetzt wirklich aus 100%, steht es überhaupt drauf, 100% Polyester. Das eignet sich halt sehr gut für kleine Kuscheltierchen oder auch für Kuscheldecken für Babys. Es kratzt nicht, es ist ultra, ultra weich und lässt sich ziemlich leicht verarbeiten. Es ist gleichmäßig, es ist ja wirklich von Maschinen hergestellt und eignet sich dann eben für solche Projekte, die für Babys sein sollen oder eben einfach kuschelig, weich, gleichmäßig und leicht zu stricken. 100% Polyester lässt sich dann auch recht gut entsorgen. Muss man auch wieder entscheiden, wie viel Polyester man benutzen möchte in seinen Strickprojekten. Aber hier so ein kleines, ich habe hier mir so ein Set geholt. Ab und an mal doch ein kleines Projekt für ein Baby von Freunden, sind ja alle jetzt in dem Alter, ist schon ganz passend, das zu haben. Ja, so viel erstmal zu der kleinen Wollkunde. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Dieses hier war jetzt auch aus Alpaka und Wolle. Es ist wirklich super duper flauschig. Ich freue mich schon fast darauf, dass dann in ein paar Monaten wieder Winter ist und ich das Ding tragen kann. Also sie haben alle unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, womit ihr besonders gerne arbeitet oder womit ihr nicht gerne arbeitet. Ich hatte jetzt gerade meine Tante aus der Schweiz da, die
weder gerne strickt oder häkelt, noch gerne Strickzeug trägt. Sie findet das alles viel zu kratzig. Sie ist traumatisiert aus ihrer Kindheit, als sie nach dem Baden immer auf die feuchte Haut gestrickte Kniestrümpfe anziehen sollte. Und das hat sie so gejuckt und gekratzt, dass sie gesagt hat, nie wieder. Ich bin ein großer Fan. Lasst mich gerne wissen, wie es bei euch so ist und freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und sagt mir sehr gerne, was ihr euch in Zukunft so für Projekte und für Informationen wünscht. Ciao!